Pepe. This is Quincy. I just wanted to add to the list of people that wish you good things on this beautiful day. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei Ihrem Kreuzlinger Fernsehen. Sie haben es gerade im Einspieler gesehen. Wer hätte es gedacht? Die Jazzmeile in Kreuzlingen jährt sich zum 10. Mal. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den neuen Präsidenten nach Kurt Lauer, Harry Tschumi. Herzlich willkommen hier im Studio. Und ja, ich kann ja schon fast sagen, eine Legende, einen Stargast haben wir auch hier. Das ist der Pepe Lienhardt, der bekannte Bandleader und Arrangeur aus der Schweiz, der ja eigentlich Peter Rudolf mit Vornamen heißt. So ist das richtig? Das ist lange her, dass ich so genannt wurde. Harry, wusstest du, dass er das Wetten, dass Signet gemacht hat, komponiert hat zu Beginn? Ist dir das ein Begriff? Ja, das ist mein Begriff. Und das ist noch zu Elsners Zeit entstanden. Ja. Das kann mich noch gut erinnern. Und es ist ja immer wieder eingeblendet worden, unten dran, wenn der Abspann war, ist ja der Name gestanden. Wobei, ich muss noch korrigieren, ich habe komponiert. Ein Musiker von mir hat es komponiert, der amerikanische Trompeter, Harry Tropp. Und wir haben es gespielt mit unserer Band. Und 20 Jahre lang ist das Signet gebraucht worden. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ganz lange Zeit. Wir sind ja auch die ersten paar Sendungen dabei gewesen. Also wir haben hier gerade frisch angefangen mit der grossen Band. Und der damalige Produzent Wolfgang Penck und eben, die sind uns anhören und gesagt, das ist genau die Band. Und dann war aber auch eine Veränderung im Fernsehbusiness. Plötzlich waren Live-Bands nicht mehr gefragt. Alle Künstler sind gekommen mit ihren fertigen Produktionen, wollten nicht live singen. Und plötzlich war die Band wie überflüssig. Und dann nach 5 Sendungen haben sie gesagt, irgendwie braucht es keine Band. Und da sind wir wieder draußen gewesen, leider. Dafür gibt es jetzt in Kreuzlingen schon seit 10 Jahren eine Jazzmeile. Diese Jazzmeile, was ist denn Ihre Einschätzung von solchen Events? Mögen Sie sowas? Natürlich. Finden Sie das positiv, dass Städte Musiker einladen und dass die halt dem Publikum sowieso. Jazzszene kann nur leben, wenn Musiker Jobs haben, wenn sie auftreten können. Es ist wunderschön, im Keller proben, aber man will noch vom Publikum spielen. Und genau so Events wie die Jazzmeile gibt eben vor allem vielen Schweizer Musiker die Möglichkeit, sich vorzustellen, vor dem Publikum Routine zu kriegen, vielleicht auch später mal ins Ausland gehen können. Und genau da sind einfach die Wurzeln von diesen Musikern. Und darum ist es wahnsinnig wichtig, dass man das auch unterstützt. Harry, wie viele Bands erwarten wir denn in diesem Jahr auf der Jazzmeile? Über 25 dieses Jahr. Sehr schön, sehr grosse Abwechslung, Spektrum an Musikstilrichtungen. Also wir haben Boogie Woogie, Dixie, Jazz, Swing, Big Band Musik, Funk und Soul, also für jeden etwas, ja. Kommen Sie denn als Eröffnungsgast zur Jazzmeile? Auf jeden Fall. Steht das jetzt fest? Das steht fest, ja. Ich kann nicht so lange voraus mir können jetzt fest zusagen, aber ich habe Zeit und bin dann da. Selbstverständlich, ich freue mich drauf. Ja, jetzt erzählen Sie mal aus Ihrer Kindheit, wie Sie denn zum Jazz gekommen sind. Ich habe mir aufgeschrieben, als 7-Jähriger haben Sie den Spreuzknebel, die Blockflöte, zur Hand genommen und haben dann später Piccoloflöte gespielt. Ja. Was war denn das einschlagende Erlebnis, dass Sie zum Jazz gekommen sind? Also irgendwie ist mir ganz natürlich, ich habe mich immer zur leichten Musik hingezogen gefühlt. Aber es hat ja auch noch keine Popmusik gegeben. Ich habe 7, das war 1953. Und das war noch lange vor Bill Haley und vor all diesen Rock'n'Roller und später Popmusiker. Und eigentlich hat es wirklich also Klassik gegeben und es hat Jazz gegeben. Dixieland. Und meine erste Band mit 12, das war der College Stompers, da haben wir Dixieland gespielt. Oh, When the Saints, Tiger Rag, Teen Roof Blues. Und das, auch wenn wir noch einmal ein Fest gespielt haben, haben wir halt Dixieland gespielt. Ja, aber dann zum Jazz, ein paar Jahre später. Ich glaub, was ja auch Jazz-Dixieland, aber... Ja, ich glaube, ich wollte jetzt hinaus auf diese Story. Sie sind, glaube ich, als 15-Jähriger mit Ihrem Bruder mal nach Luzern auf ein Konzert gegangen. Da hat Freddie Hubbard gespielt. Ja, also, war das die Initialzündung? Also, das ist wirklich bei mir, das ist ein Deutsch reden, ja? Mein Schlüsselerlebnis war 1961, da bin ich 15, in Baden im Kursaal hat der Quincy Jones gespielt. Ja.
mit einer unglaublichen Big Band, mit Phil Woods, mit Freddie Hubbard, Curtis Fuller. Also es war einfach eine Star-Band. Und als ich das gesehen habe, da war für mich einfach klar, ich wollte mal eine Big Band haben. Ich hatte nicht so wahnsinnig lange gewartet. Mit 17 habe ich meine erste Amateur-Big Band gemacht. Und als ich Profi wurde, biologisch, musste ich müssen reduzieren, Sextett. Mhm. Und 1980 habe ich wieder eine grosse Band gemacht. Und ja, ich kann nur sagen, ich bin glücklich. Ich lebe meinen Traum jeden Tag. Ja, man muss ja auch noch sagen, 1977 waren Sie beim Grand Prix mit Swiss Lady. Das war mit dem Sextett, ja. Genau. Ja. Platz 6, glaube ich, haben Sie abgeschnitten. Ja. Ist ja schon ganz ordentlich. Ja, ist okay gewesen, ja. Wobei, ich muss ehrlich gesagt sagen, wir sind sehr favorisiert gewesen. Ja. Die Nummer mit dem Alphorn ist extrem gut angekommen. Und wir haben ja in England am Eurovision Festival teilgenommen. Und dort wird immer gewettet in England auf alles. Und wir sind also hoch favorisiert gewesen. Und dann haben uns unsere Nachbarn, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, haben uns alle null Punkte gegeben. Und da sind wir leider zurückgerutscht. Aber ich darf mich nicht beklagen, unser Song ist wahnsinnig gut gelaufen und bis zum heutigen Tag profitieren wir davon. Ich glaube, Deutschland hat beim letzten Grand Prix auch null Punkte bekommen im vergangenen Jahr. Ja, wir haben nicht null gekriegt, nur von den Nachbarn haben wir null gekriegt. Wir haben komplett null Punkte bekommen, die Deutschen sozusagen. Kommen wir wieder mal zur Jazzmeile. Was erwartet uns denn? Also wir haben ja am Donnerstag schon etwas außerhalb. Mhm. Geht's los? Wo sind die Locations? Wo startet es? Also es ist ja so, dass Jazzmeile hat sich das etabliert, dass wir am Donnerstag einen Auftakt macht in der umliegenden Gemeinde. Ja. Also da ist traditionell natürlich Seekaffee Gottliebe. Neu ist Krone Gottliebe dabei, ganz neu. Mhm. Und dann geht es weiter auf Kützlingen. Da haben wir in der Musikschule einen Auftritt. Und dann, wenn es auch neu ist, Restaurant Schloss Seeburg macht neu mit am Donnerstag. Arbeit und Schlössli in Bortikofen. Das sind und die Locations. Sehen wir denn auch über die Tage verteilt eine Big Band? Ja, eine Big Band ist Freitagabend oben beim Stutzbaubühne mit der Firma Black Jacket Swing Big Band. Und da kommt dann noch ein Solokünstler, der gewisse, darf ich jetzt leider nicht verraten, gewisse Überraschungssongs noch wird singen. Ja, es steht ja auf der Homepage, ich habe mal reingeschaut, Überraschungen und Änderungen sind vorbehalten. Ich wollte schon nach den Überraschungen fragen, aber die willst du mir jetzt nicht verraten. Das Programm ist eigentlich jetzt gemacht. Es hat sich sehr viele Veränderungen gegeben in den letzten paar Wochen. Aber ich kann schon noch ein paar Highlights sagen. Wir haben am Donnerstag ganz neu in unserem Programm. Also, ich muss vielleicht anders ausholen. Wir haben das 10-jährige Jubiläum, wie du so schön am Anfang gesagt hast. Ja. 10 Jahre, Jazzmeile. Es ist der Untertitel The Best of 10 Years. Und The Best of 10 Years verpflichtet natürlich, die Publikumsliebling reinzuholen. Aber es wäre natürlich auf der anderen Seite sehr langweilig, wenn wir immer das Gleiche bringen würden. Da haben wir natürlich auch jetzt wieder neue Gruppierungen reingebracht oder engagiert. Das ist zum Beispiel der Martin Lechner Jazz Quartett, wo ja jetzt auch gerade im Moment Furore macht und auch gerade in Jazz Ascona ist. Mhm. Dann haben wir Patchwork, eine ganz neue Gruppe, Crowbones in Deco. Das sind auswärtige Gruppierungen, die noch nicht bekannt sind. Aber eben, wie du so schön gesagt hast, das sind eigentlich Gruppierungen, die Zukunft haben, die Potenzial haben. Auf das schauen wir ja auch. Dann haben wir, die noch nie bei uns waren, ist Noise Borders. Sind ganz erste Mal dabei, die vielleicht mit dem Jazz jetzt vielleicht ein bisschen eher am Rand zu tun hat. Dann aber auch neu ist St. Andrea Band. Eher mit Swing- und Tanzmusik verbunden. Dann Teachers Band von der Musikschule und Jugendmusik Kützlingen. Das Teachers Band ist eine ganz neue Formation von Stefan Frommer, von unserem Musikschuldirektor, wo die Lehrer von der Musikschule zusammengetan haben und eine Teachers Band gegründet haben. Und die ist also Funk. Und da funkt's. Also da kann ich euch sagen, das ist am Samstag wirklich ein Ohrenschmaus, um das denen zuzulassen. Dann, was auch neu ist, ist der Slacks aus St. Gallen mit Funk und Soul und eine Lokalband, die noch nie bei uns auftreten ist, aber die jetzt zu uns kommt. Das ist Lennox von Kützlingen mit dem Markus Aghetti zusammen. Also
ist schon traditionell Kreuzlingen. Und die dürfen jetzt wirklich nicht fehlen zu einem 10-Jährigen. Und die sind das erste Mal dabei. Dann am Sonntag Roberto Bata ist eher ein Balladensänger mit einer weichen Stimme, sehr gut Gitarrensound. Er tritt im Schloss Seeburg auf. Dann zum zweiten Mal der Martin Lechner Jazzquartett am See. Und was ganz neu ist, das ist jetzt ganz frisch. Und darum habe ich den Spick mitnehmen müssen, weil es ist wirklich sehr vieles jetzt um. Wer hat den nicht? Ne? Ja, genau. Genau. Ja. Also wir haben jetzt auch neu ein Jazzschiff auf dem MS Delfin am Sonntag um 6:30 losgeht aus vom Yachthafen aus, also Kursschiffhafen, Entschuldigung, zu einer Jazz. Ausfahrt. Wir hoffen natürlich, dass es schön Wetter ist und einen schönen Sonnenuntergang gibt und dann wir richtig Untersee können fahren können nach dem Konstanzer Trichter und den Abend können mit Jazz geniessen können. Also die Anmeldungen sind natürlich erwünscht über neue Schwanderschifffahrt, okay, wo man dann kann sich Reservationen. Also halten wir fest, zu Land, zu Wasser, nicht in der Luft. Ja? Nee, aber dafür, noch nicht. Noch nicht. Das wäre dann vielleicht genau. Zum 25-Jährigen. Genau. Also ein großes Potpourri, viele Stilrichtungen. Ja. Best of. Und da muss ich die Brücke schlagen. Pepe, Sie sind ja auch derzeit auf Tour. Ja. Ich glaube, der nächste Auftritt ist in Baden-Baden im Kurhaus. Ja, geht's los mit Deutschland-Tournee. Auf Deutschland-Tournee. Ja. Da spielen Sie ja auch ein Best of. Was fließt denn da alles rein? Ja, also das Thema ist Swing Life, ja, unsere Tour. Und das haben wir ja in der Schweiz schon gemacht, die, ja, Tournee im Frühling. Haben wir 10 Konzerte in der Schweiz gemacht und jetzt haben wir bereits 2 Konzerte in der Philharmonie gehabt, in Köln über Pfingsten. Und während Mitte Oktober geht es dann los in Deutschland, 20 Konzerte, also auch bis Wien und Graz und alle grossen Städte in Deutschland. Und das Programm heisst Swing Life. Wir spielen viel Swing Standards vor, also Count Basie und Glenn Miller. Und dann haben wir aber vor allem, das ist ein wichtiger Teil, die Hommage an Udo Jürgens. Okay, da verbindet man sie natürlich. Klar, in Deutschland vor allem kennen uns die Leute, ja, als Band von Udo. Und darum machen wir auch die Hommage, weil jetzt früher haben wir nie Udo-Lieder gespielt. Weil, also wenn er nicht dabei war, wir waren mit dem Original unterwegs. Bei meinen Konzerten habe ich nie Udo-Melodien gespielt. Aber jetzt ist er leider nicht da und darum wollen wir auch voll Dankbarkeit auf ihn zurückschauen als Komponist. Ich glaube, man darf ruhig voller Stolz noch mal berichten, dass Sie 35 Jahre zusammen Konzerte, ja, gespielt haben. Das, ja, ist ja eine Menge. Ich glaube, das sind über 2000 Konzerte gewesen, wo Sie ihn begleitet haben. Ich habe schon längst aufgehört zu zählen, aber es sind sehr viele gewesen. Dazu hätte ich eine Frage. Da gibt es nämlich eine ganz lustige Story, wie Sie sich kennengelernt haben, Udo Jürgens und Sie. Ja. Ich glaube, es war in Wiesbaden und er ist auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie ein Mellotron besaßen. Mellotron besaßen. Ja. Das ist ein elektrische Orgel, die es in Deutschland noch nicht gab? Eigentlich mechanisch. Ja, es war eine englische Erfindung. Ja. Ich habe das erst mal gehört bei der Gruppe King Crimson. Und das ist, ja, also, das ist wirklich archaisch. Heute muss man lachen. Meine, heute haben wir Synthesizer, die so gute Sounds machen. Digitale Sounds, die wirklich wie ein Streichorchester klingen. Aber der hat, das war eine Idee von einem Erfinder in England. Der hatte also ein Keyboard, also eine Taste. Ja. Und unter jeder Taste war ein eigenes Tonbandgerät. Und wenn man abgedrückt hat, hat das Band laufen und der Tonabnehmer, also hat dann den Ton abgenommen. Und jedem Bändchen war ein Ton aufgenommen. Also sehr kompliziert. Und wenn man dann einfach immer gedrückt hat und wenn man losgelassen hat, hat das Bändchen wieder, mit so einem, wieder zurück. Ja. Man konnte also nicht endlos einen Ton aushalten. Mit genau gewiss 9 Sekunden, wenn man loslässt, geht wieder zurück und dann kann man wieder drücken. Ja. Und der Pianist musste also immer so Umkehrungen machen. Man konnte einen Streicherteppich machen. Man konnte nicht eine Melodie sagen. Aber man konnte so einen weichen Streicher-Sound machen. Und unser Pianist damalig, der George, der hat das wirklich fantastisch gemacht. Und wir haben das erste gehabt, als ich gehört habe, von dem bin ich in meinen Bus gehockt und bin auf London gefahren, in die Fabrik, und habe so eins gekauft. Und dann ist das schnell in den Musikerkreisen umgegangen. Und der Udo hat auch immer gerne das Neueste gehabt, hat von dem gehört. Und ist dann uns im Parkcafé, wo wir gespielt haben, hier. Das war so ein Dancing. Parkcafé Wiesbaden ist er uns besuchen. Und ja, es ist unvergesslich. Wir haben gewusst, dass er kommt, dass er hat angerufen. Er ist mit seinem Benz direkt vorgefahren. Ja? Um 600er Pullman ist er aufs Trottwehr gefahren. Das hat bis am letzten Tag gemacht. Immer gerade paff dran. Und es war so eine riesige Glasscheibe. Also wir haben denen gespielt und plötzlich haben wir gesehen, dass das schwarze Monster um hier gefahren ist. Und Udo himself ist ausgestiegen. Und wir haben alle den Atem angehalten. Er war hier schon ein Riesenstar. Das war, glaube ich, bei 1974.
Und er ist reingekommen, hat sich dort hingesetzt und hat dann das aufmerksam angehört. Mhm. Und nachher sind wir natürlich zu ihm gegangen, voll Ehrfurcht. Und er war aber total nett und kollegial gewesen. Und von da haben wir ihn eigentlich gekannt und einmal besucht. Und dann 1977 hat er als Management gewechselt, ist in die Schweiz gekommen, ins Management von Freddy Burger. Mhm. Und Freddy Burger war ja schon 10 Jahre mein Manager gewesen. Also sind wir dann halt von einem Tag auf den anderen plötzlich im gleichen Management gewesen und sind dann zusammengekommen. Und für mich ein glücklicher Zufall gewesen. Eine ganz tolle Geschichte. Ja. Jetzt muss ich noch mal den Bogen schlagen zur Jazzmeile. Sie als Arrangeur und Bandleader, was können Sie denn den jungen Musikern eigentlich empfehlen oder raten? Natürlich gilt immer das Schlagwort weitermachen und üben. Ja. Aber vor allem auftreten. Was? Auftreten ist wichtig. Und darum sind eben, habe ich auch vorhin schon gesagt, einleitend, dass einfach ich so die Festivals wahnsinnig wichtig finde, dass auch die Jungen, nicht nur Big Names, es gibt ja Festivals, die kaufen einfach Weltstars ein. Das ist eigentlich einfach. Das ist nur noch Preistreiberei. Aber neue Sachen entdecken, wie sie eben machen, Gruppen, die vielleicht noch nie gespielt haben. Und die Jungen müssen spielen. Und ich bin jetzt eben gar kein grosser Liebhaber von diesen ganzen Castingshows. Weil ich finde, das setzt ein falsches Zeichen. Mhm. Das gibt den Jungen den Eindruck, du musst ein bisschen gut aussehen, ein bisschen cool sein. Und sie sind schon Stars, dann, weil sie dann aufgetreten sind. Ja. Mhm. Also Schweiz sucht einen Superstar, das ist lächerlich. Oder? Sie machen dieses Casting und sind ein Superstar. Ein Superstar ist der Frank Sinatra oder Barbra Streisand. Das sind Superstars. Und die ganz wenigen, die die Castingshows überlebt haben, sind eben genau solche, die viel auftreten sind. Siehe Stefanie Heinzmann zum Beispiel. Max Mutzke. Mhm. Aber die sind nicht an einer Castingshow zum Stefan Raab und sind nachher Stars gewesen. Die haben vorher schon 10 Jahre lang im Dorf gespielt, bei jeder Gelegenheit. Stefanie Heinzmann mit ihren Brüdern. Darum kann die auch überleben. Die kann etwas, die hat das gelernt von der Pike auf. Und von der Pike auf heisst, man gründet eine Band und dann geht man auftreten. Eben an solchen Festivals. Und das gibt der Routine. Und natürlich logisch üben, aber das ist langweilig. Üben ist langweilig. Ja. Aber das gehört dazu, das ist Basis, das setzt Basis. Und dann muss man auftreten. Und ich kann nur das sagen. Probieren, möglichst viel spielen, auch in verschiedenen Formationen. Das gibt eine Routine. Dann ist man mal einmal präpariert später, wenn man es will, ernsthaft auch als Beruf betreiben. Also wir haben eigentlich noch ganz ein gutes Beispiel bei uns, der Jazzmeile. Kann ich nennen, vor 10 Jahren ist bei uns der Raphael Jost ja, auftreten. Ja. Mit der Quintett, oder? Ja. Mhm. Und Nobody, jung, Jazzstudium, hat niemand kennt. Und er war so dankbar, dass er auftreten konnte. Letztes Jahr hat er den Swiss Jazz Award gewonnen. Heute ist er, sag jetzt mal, sicher in der deutschsprachigen Schweiz eine bekannte Größe. Ja, und ich kann vor allem auch etwas. Und er hat das Potenzial, immer noch. Also aber man merkt eben, dass der viel gespielt hat. Das ist genau das, was ich sage. Genau. Talentiert muss man sowieso sein. Und die Schule besuchen muss man auch sowieso. Oder den Beruf lehren, wenn man es erst im Sinn hat. Aber Raffi merkt man auch, der hat schon in seinem jungen Alter ist er ganz entspannt. Ist echt, absolut. Sitzt am Klavier cool, spielt ein schönes Klavier. Super Stimme. Mhm. Und da merkt man, das ist einer, der viel gespielt hat. Und wenn du sagst, der ist vor 2 Jahren schon dabei gewesen, überrascht mich das nicht. Ja. Ganz logisch. Also hat es auf der Jazzmeile in Kreuzlingen Wiederholungstäter. Ja, das können wir ja mal festhalten. Ja, das auf ist alle ja super. Fälle, ja. Ja. Also wir, wenn ich jetzt mit dem Swiss Jazz Award noch mal komme, wir haben natürlich Jazzmeile. Kreuzlingen hat auch nicht nur den Raffi Jost als Jazz Award-Winner, sondern auch Danny Felber, der auch Jazz Award-Winner war, 2010, so will ich noch im Kopf haben. Und 2008 Daiki Motta mit seinen Swing Kids. Also Jazzmeile hat 3 Swiss Jazz Award-Winner auftreten. Also, das ist eine grosse Ehre, das muss ich schon sagen. Also das ist eine große Ehre. Eine große Ehre ist auch, dass diesmal Pepe Lienhardt als Eröffnungsgast kommen wird. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für euer Kommen und wünsche natürlich für die Jazzmeile in diesem Jahr vom 1. bis zum 4.9.2016 alles Gute. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie dran, es kommt der nächste Beitrag.